Ich muss jetzt nur ganz kurz auf die Uhr schauen. Ah, Moment bitte. Ich muss nur kurz meine Tabletten nehmen. Also wen es interessiert, das sind Ibuprofen. Der hilft bei Weltschmerz. Aber ich bin ja sehr froh, dass ich die Tabletten jetzt, dass ich nur noch die Tabletten brauche, weil bis vor einiger Zeit hat das noch ganz anders ausgeschaut. Also mein Kabarettcoach, der hat ja gesagt, also das geht jetzt nicht so weiter und dauernd, dass viele denken und die Politik und das ist ungesund und das tut ja nicht gut und du musst irgendwas tun dagegen. Der hat dann vorgeschlagen, dass ich so eine WSD-Therapie mache, eine Weltschmerz-Desensibilisierungstherapie. Und ich habe mich ja jahrelang dagegen gewehrt, ich wollte das irgendwie nicht. Was tue ich dort? Und gerade mit Nein und denke an deine Karriere. Ich meine, was der mit Karriere meint, weiß ich wirklich nicht. Aber gutmütig wie ich bin, habe ich mich halt dann breitschlagen lassen und habe gedacht, na gut, ich halt dorthin. Also ich sage es Ihnen, das war die Hölle auf Erden. Ich erspare Ihnen die Details, aber ich lese Ihnen jetzt vor, was ich dann nachträglich verfasst habe. Erster Tag. Kaum angekommen, drückt man mir die neueste Ausgabe von Mädchen in die Hand, weil ich auf 14 geschätzt werde. Ich kläre den Irrtum nicht auf und gehe auf mein Zimmer. Zettel und Stifte werden mir abgenommen. Der nächste Schock. Pinkfarbene Tapeten, ein Poster von Justin Bieber und die gesamte Twilight-Serie warten auf mich. Ich möchte telefonieren. Geht nicht. Kindersicherung. Ich wünsche mir, dass es Nacht wird. Ich merke, dass ich mir nichts wünschen sollte. Mandy von der Kinderbetreuung trommelt uns alle zusammen. Wir müssen uns alle zusammen Germany's Next Topmodel ansehen. Ich hätte Heidi Klum fast nicht erkannt. Ihr Schönheitschirurg hatte scheinbar seine avantgardistische Phase. Ich hätte das fast laut gesagt, aber dann erinnere ich mich schnell daran, wo ich bin und warum. Ich bekomme Ausschlag. Die allergischen Reaktionen seien in meinem Fall ganz normal, werde ich beschwichtigt. Und der Heißhunger auf Katjes, yes, 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 ist eine Nebenwirkung, die eintreten kann, wenn man zum ersten Mal mit dieser Sendung konfrontiert ist. Ich wünsche mir, dass es morgen wird. Zweiter bis fünfter Tag. Der Irrtum ist bemerkt worden. Ich werde in ein anderes Zimmer verlegt, aber leider ist nur noch ein Zimmer für 50 plus frei. Ich denke mir, dass es schlimmer nicht werden kann. Es kann. In meinem neuen Zimmer türmen sich selbst aufgenommene VHS-Kassetten und ein paar DVDs. Ich muss mir jeden Tag drei ansehen. Es sind die alten Musikantenstadel mit Karl Moik und Hirs, sowie die neuen mit Andy Borg. Jede Nacht habe ich Albträume. Ich träume, dass der Fernsehbastel mich fressen will und möchte davonlaufen. Leider trage ich Hansi Hinterseers ausrangierte Feldstiefel und falle der Länge nach hin. Ich rapple mich auf und knalle mit dem Kopf gegen eine Metallwand. Aua, Silbereisen. In der Ferne sehe ich Rex Gildo in einer Fensterattrappe stehen. Er schreit, nie wieder in Möbelhäusern singen, springt und verschwindet in der Versenkung. Ich stolpere weiter und renne fast Andreas Gavalier über den Misthaufen. Er streicht sich die Tolle aus dem Gesicht und Volksrock'n'Roll auf 50 Jahre Rollschuhen weiter. Neben ihm schmachtet eine blonde Frau einen Schlager nach dem anderen. Stefanie Hertel, Claudia Jung, Helene Fischer, wie heißt sie? Oder ist es doch Carmen Nebel? So etwas Ähnliches muss die Frau auf Munchs Gemälde der Schreie gesehen haben, denke ich. Der Wecker läutet. Sechster Tag bis zehnter Tag. Nun beginnt die Intensivtherapie. Jeden Tag bekomme ich morgens eine Ausgabe der Neuen Post und abends eine Freizeitrevue. Intravenös, damit ich sie nicht verschwinden lassen kann. Meine Gehirnzellen verflüssigen sich.
das spüre ich noch. Ich schleiche mich in den Keller und stehle eine Tube Schuhpaste. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft nehme, aber ich öffne die Tube und schreibe sämtliche verfügbare Zettel voll. Ich schreibe auch Fotos der letzten Werbefahrt und über Prospekte für die Besichtigung von Gut Eiderbichl. Für die Weihnachtssendungsaufzeichnung im Sommer gibt es noch ein paar Restplätze. Als die Zettel voll sind, schreibe ich die Wände voll. Ich schreibe Sätze, die aus mehr als drei Satzgliedern bestehen. Ich formuliere eine These zur Verbesserung der Welt. Ich zitiere ein paar Philosophieklassiker. Ich fühle mich viel lebendiger. Die Türe geht auf. Die 50-plus-Version von Mandy aus der Kinderabteilung kommt herein. Sie will das Abendessen bringen. Sie sieht mein Zimmer. Sie lässt das Tablett natürlich fallen. Sie schreit, rauft sich die Extensions, läuft den Gang hinunter und ruft nach dem Chef. Ich muss weg. In meiner Verzweiflung klebe ich alle Kunstfingernägel hintereinander auf, die ich im Bad finden kann, und versuche mich so aus dem Halbstock abzuseilen. Es gelingt fast. Der Aufprall ist gegen die letzten Tage gar nicht hart und ich laufe und laufe und laufe. 11. Tag. Es wird schon besser. Ich kann viele meiner Sachen nicht finden, weil ich das alles dort gelassen habe. Wenn mich jemand fragt, was ich suche, sage ich, einen Stern, der deinen Namen trägt. Aber es wird wieder.